Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir Daniel und wie immer mit dem Markus. Und wir kommen gleich zur Sache, denn wir haben richtig viel zu besprechen. AutoGPT, whatever that is, macht jetzt AI autonom und ChatGPT irgendwie nicht mehr so geil. Whatever. Twitter legt sich an mit Substack. Bitcoin ist über 30.000. Ja, die Cloud-Provider sagen, au, hau, 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 das ist jetzt richtig viel, auch für uns. Und zeitgleich gibt es ein Wiener Spin-off, das rund 2,55 Milliarden Euro an Investment möglicherweise auslösen könnte. Und Harvard hat einen Organismus geschaffen, der gegen alle Viren der Welt immun ist. Dann gibt es noch ein Walking Room, das ich wirklich doof finde. Und es gibt einen Hype-Check und natürlich auch Rockstars der Woche. Also, auf los geht's los. So, News auf die Ohren nach Ostern. Und Markus, hast du alle Eier gefunden? Jawohl. Ja? Ist die Farbe auch wieder abgegangen? Nee, Spaß, das war jetzt... Aber hast du echt so nach Eiern gesucht? Machst du das noch? Nein, aber ich suche andere Süßigkeiten. Wirklich? Und dann ist es dann so, dass du da auf Händen und Füßen durchs Hause raunig krabbelst und dann unterm Sofa Schoki findest? Ja, ich bin ein sehr guter Sucher. Das finde ich aber süß. Das ist schön. Und der Osterhase hat es dann für dich versteckt. Genau. I'm sorry to break the news, but nein, ich finde das super. Ich finde so, nein, aber ich finde so gewisse Traditionen muss man auch aufrechterhalten. Ich frage mich immer, was passiert, wenn man mal Sachen nicht findet. Ob es dann irgendwann dann 3 Wochen später Ameisen, Haushund. Du frag mal bei den Gärtnern nach. Das ist, gehört zum Frühjahrsputz, dass man die Ostereier vom letzten Jahr findet. Oh. Der ist ja auch eine Art, oder? Kann man auch machen. Aber ich denke mir dann immer auch, wenn die Omi-Tante dann sich irgendwie aufs Sofa setzt und dann irgendwie auf dem Schoko-Ei sitzt und keiner sagt was. Ja, nein, aber egal. Ich freue mich, dass du Ostern gut überstanden hast. Das ist auch gut so. Und jetzt können wir uns ja wieder fokussieren auf die wichtigen Dinge des Lebens, nachdem wir alle Ostereier gefunden haben. Und ja, irgendwie... So mit der AI-Pause ist das nichts, denn es gibt schon wieder the newest, hottest shit in der AI-Welt. Ist noch cooler als ChatGPT, das heißt jetzt AutoGPT. Das macht mich jetzt mal neugierig, weil da steht Auto drin, also muss es wohl gut sein. Ich bin ein einfacher Mensch, Markus, du kennst mich. Mhm. Besser wäre noch ja. V12-GPT, dann wäre ich voll dabei. Da wäre Benzinbruder Daniel abgeholt, ne? Aber sowas von, ich bin ein einfacher Mensch. Aber was soll's? AutoGPT, was ist das denn jetzt schon wieder? Erzähl mal. Naja, wir haben ja vor ein paar Wochen mal über HustleGPT gesprochen, wo jemand GPT quasi den Auftrag gegeben hat, einen Plan zu erstellen, wie man mit 100 Euro schnell viel Geld verdienen kann. Und damals war es aber so, dass halt ein ja, ChatGPT hat halt dann einfach so Ideen geliefert und die Person hat das dann einfach durchgeführt und hat dann quasi die Resultate an ChatGPT berichtet und dann gab es weitere Anweisungen quasi oder weitere Ideen. Und die nächste Ausbaustufe von AI, die wir jetzt gerade sehen, ist eben AutoGPT, wo es den Menschen nicht mehr braucht. Das heißt, du gibst einfach der AI einen Auftrag und die AI ist dann eben dadurch, dass sie durch APIs mit unterschiedlichen Tools und Quellen verbunden ist, dann einfach selbst imstande, Dinge zu tun. Also wird quasi ein autonomer Agent. Das kann man sich dann so vorstellen, keine Ahnung, dass man der AI jetzt einfach den Auftrag gibt, bitte, hier sind 100 Euro, schau, dass die sich vermehren. Das heißt, die AI hat dann einen Zugang zu einem Investment-Tool, wo sie das reinstecken kann, hat Zugang zu finanziellen Informationen, vielleicht zu Bloomberg, GPT und so macht das Ding dann einfach selbst, ohne dass der Mensch noch eine Rolle hat.
kann man zum Beispiel auch im Customer Service dann wahrscheinlich mal anwenden, wo man halt einfach, anstatt dass man einen Menschen hat, der die Customer Service Requests bearbeitet, dass dann halt einfach eine AI ist. Vielleicht ist es auch, kann man einfach im Bereich Content das machen, dass man sagt, okay, die AI, die schreibt jetzt einen Blogpost, die postet die dann auf den Social Networks automatisch. Also das Ganze ist schon ein bisschen scary, aber auch bemerkenswert, wie schnell einfach die Dinge sich aktuell bewegen. Also das ist jetzt eine Frage von Tagen, wie sich das unglaublich flott auch entwickelt hat, dieses Tool. Ja, zu schnell hätte ich fast gesagt. Weißt du, wie ich das meine? Also ich finde das hochgradig faszinierend, aber und ich muss dann immer so denken an die Implikationen. Also, angenommen, ich kann dem Ding sagen, mach aus $100 so viel wie möglich. Dann funktioniert das für mich, wenn ich einer der Ersten bin, vielleicht noch ganz gut. Wenn es dann alle machen, dann funktioniert es natürlich auch wieder nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Challenge von den ganzen Modellen. Und damit will ich darauf hinaus, dass, glaube ich, unglaublich wenige Menschen dem Ganzen überhaupt noch folgen können. Und die, die wirklich gut damit umgehen können, können gerade wahnsinnig viel hacken, also nicht im Hacker-Sinne so mit Red Bull und Kapuzenmütze, sondern einfach viel für sich daraus ziehen. Und ein Großteil der Menschheit kommt allerdings, glaube ich, gar nicht mehr mit, wie wir auch sehen bei den ganzen Petitionen um Elon Musk und Co. herum. Und die Geschwindigkeit, mit der Dinge passieren, und ich glaube, sehr iterativ passieren, ist halt die Frage, wie stark wir das noch im Griff haben. Und da ist mein Bauchgefühl schon langsam eigentlich nicht. Und das ist dann schon schwierig. Das ist schon wirklich schwierig. Faszinierend, aber schwierig. Ich nenne dir ein Autobeispiel. Ja. Möchtest du ein Autobeispiel haben? Ich nenne dir ein Autobeispiel. Unbedingt. Genau. Ich liebe Autos. Muss ich nicht viel drüber erklären. Heutzutage haben die meisten Supersportwagen, Hypersportwagen, was auch immer, alle über 1000 PS und haben 17 Computer an Bord, die ihnen helfen. Mit dem Ergebnis, dass die richtigen Petrolheads, wie ich, die einfach total doof finden. Weil die sind zu schnell, um sie zu fahren, zu kompliziert, um sie zu fahren. Und sie machen eh nur Spaß, wenn man irgendwo auf einer abgesperrten Strecke in Dubai 400 fahren kann, ganz kurz. Aber ein richtiges Auto, darum geht es ja nicht. Und populär sind tatsächlich jetzt die Autos der 80er und 90er, wo sozusagen alles manuell ist, mechanisch, du spürst, was du machst. Und die Dinger haben irgendwo so 400 PS, knallharte Reifen, du hast kaum Grip, Turbos, alles ist irgendwie so ein bisschen nicht perfekt. Und das macht es aber aus. Und was ich aber sagen will, ist, dass die Forschung und Entwicklung nur probiert schneller, höher, weiter. Mit dem Ergebnis, dass sie ganz, ganz, ganz stark an der Zielgruppe vorbei entwickeln. Und naja, es ist halt die Frage, wer die Zielgruppe ist, Daniel. Weil du hast recht, natürlich. Für die Petrolheads ist das nicht die richtige Entwicklung, aber für die breite Masse, da ist halt Komfortabilität. Du redest von Hypercars, okay. Also ich rede jetzt von Zielgruppe, die Königsex dieser Welt, wo die Leute sagen, jetzt wollen sie 1200, 1600, 2000 PS. Können sie eh nicht mitfahren, die haben die Dinger nur, um zu sagen, ich hab da 1600 PS und die kotzen eh, wenn sie einmal Gas geben. Versus, wie gesagt, handgeschaltet, drei Pedale, V12. Das Gordon Murray geht gerade in die Richtung. Es wäre vielleicht ein anderer Podcast jetzt, womit man sich beschäftigen muss. Was ich aber meine ist, manchmal ist höher, schneller, weiter vielleicht gar nicht mehr so die Richtung. Ja, ich meine, es ist die Frage, ob es auch nur eine Richtung gibt. Also ich glaube, man kann gleichzeitig der Meinung sein, dass es eine Reversion in Richtung analog geben wird und dass es diese Bereiche geben wird, dass es diese Communities geben wird, die ganz stark auch eben zurück zum Ursprung gehen und zurück zu... Wir brauchen keine AI, wir brauchen nichts Digitales, wir wollen authentische, analoge Erfahrungen. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, wird halt so große Teile unseres täglichen Lebens, unseres Berufs dann halt automatisiert, weil halt große Teile auch einfach angenehm sind, wenn sie automatisiert sind. Das ist aber halt auch, das wird sich rauskristallisieren, auch wie stark dieser authentische Content zählt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Podcast-Beispiel hernehmen, es gibt einen Use Case jetzt zum Beispiel auch für das AutoGPT, wo du sagst, okay, hat jemand gemacht, man soll die AI soll einen Tech-Podcast vorbereiten und das kommt dann genau das, was wir aktuell manuell durch unser Knowledge, durch unsere Erfahrung machen, ja, dass wir uns
gewisse Themen raussuchen, auf die reflektieren. Das macht dann diese AI, bereitet das dann alles für einen vor, sodass man dann nur mal diskutieren muss. Dann ist jetzt gute Frage, ist das etwas, was wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden? Vielleicht machen wir es mal und schauen, ob unsere Communities, unsere Hörerinnen und Hörer das dann merken, dass das jetzt der AI-Podcast ist oder ob das so gut ist, dass es gar nicht merkbar ist. Also ist schon spannend. Also ich meine, nochmal, ich finde das ja alles faszinierend. Nochmal, das klingt so, als ich möchte nur underline, ich finde das ja alles hochgradig faszinierend. Ich finde halt nur die Geschwindigkeit, mit der das gerade passiert. Das ist scary. Ja. Frage ich mich, ob die Leute vor lauter Spieltrieb tatsächlich auch die notwendige Sorgfalt walten lassen und ob da nicht Dinge passieren, selbst wenn du das sagst, eine AI, vermehr meine 1000 Euro so schnell wie möglich, ob es dann im Prozess dessen nicht Dinge macht, die man vielleicht selber nicht machen würde, dürfte oder könnte, aber um sozusagen dieses Ziel rigoros zu verfolgen, es doch getan wird. Und das macht es ein bisschen tricky. Nichtsdestotrotz, ich finde die grundsätzliche Idee unendlich faszinierend. Und dass man sich mit mondänen Tasks nicht mehr beschäftigt, finde ich auch faszinierend. Und eigentlich, wenn man sagt, wir sind der Homo sapiens sapiens, wäre es ja schön, wenn wir uns viel mehr mit dem Denken beschäftigen könnten und viel weniger mit dem Ausführen von irgendwelchen Blödsinnigkeiten. In dem Kontext finde ich das natürlich super. Und eine Recherche nach Themen ist ja sehr langweilig. Über Themen zu reden ist sehr aufregend. Und in dem Beispiel bin ich voll bei dir. Solange ich natürlich weiß, dass das, was recherchiert wurde, auch Hand und Fuß hat. Und das ist natürlich dann immer das, was immer ein bisschen schwieriger ist. Nichtsdestotrotz, es ist faszinierend. Nur ich kann mich nicht daran erinnern, je auch historisch bedingt gelesen zu haben, dass wirklich die Bildungselite und die Tech-Elite, müsste man dann im historischen Kontext sehen, alle sagen, geschlossen sagen, ja, das geht jetzt dann doch eine Nummer zu schnell. Es gab immer die negativen Seiten, die gesagt haben, die Eisenbahn ist zu schnell, wir werden alle sterben, weiß ich eh. Aber in dem Kontext, das ist schon interessant. I'm curious to see how quick it goes. Ja, also es ist scary und es ist auch sicher nicht alles unter Kontrolle. Es ist auch sehr schwierig aufzuhalten. Die nächsten 1,5 Jahre werden sehr spannend. Mehr kann ich auch nicht beitragen. Ja. Nein, und ich meine, ich wäre natürlich sehr neugierig, inwiefern es dann auch beginnt, Wahlen und Daily Business zu beeinflussen. Weil wir haben im Übrigen hier von Fakten super, 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 super spannenden Deep Dive, der am Sonntag kommt. Da geht es tatsächlich um, ja, ich würde sagen, die Extremata unserer Gesellschaft und Extremismus, radikales Gedankengut und wie man damit umgeht. Da haben wir jemanden, der da sehr, sehr, sehr gut drüber sprechen kann. Und tatsächlich, wenn man schon denkt, ja, wir hatten schon Typen im Bison im Weißen Haus, nicht im Weißen Haus, im Kapitol. Wir haben Kriege, die in den jüngsten Jahren ausgelöst wurden. Wir haben Leute, die glauben, die Erde ist flach. Und das alles ohne solche Themen. Wer weiß, wie es geht. Wer weiß, wie man es aber auch vielleicht in eine gute Richtung bewegen kann. I don't know. Ich weiß allerdings, wo solche Sachen immer ganz gerne diskutiert werden oder wurden oder werden. Man weiß es ja nie. Das ist auf Twitter. Und bei Twitter steht ja irgendwie gefühlt kein Rad still. Jetzt habe ich irgendwie vorgestern gesehen, dass Elon irgendwie das W aus Twitter händisch hat übermalen lassen. I don't even want to go down that way. Aber Twitter hat ja nicht nur ein Beef mit irgendwie allen, sondern auch ganz im Speziellen gibt es gerade ein bisschen ein Clash mit Substack. So, was ist denn da los? Ja, also Twitter ist ziemlich unter Druck. Also auch das Thema mit das W wegstrecken und so weiter. Es wirkt alles, als wären sie cornered und angeblich zahlen sie gerade auch ihre Rechnungen nicht. Und es dürfte halt da schon recht schwierig ökonomisch gerade zugehen. Mhm. Und was jetzt halt auch passiert ist, ist das Substack. Das ist ein Blogging-Dienst, ein Newsletter-Dienst, wo viele bekannte Blogger einen Newsletter betreiben und so den an die Community ausspielen. Viele von den Vordenkern, denen ich folge, die haben halt Substacks. Und bisher war es so, dass halt die dann oft auch Twitter-Channels haben und das halt so auch irgendwie als Lead-Generation genutzt haben. Also die haben ein Twitter-Profil und da posten sie halt dann auch, wenn sie einen
neuen Newsletter rausgeschickt haben, den Link dazu. Und was jetzt Substack probiert, ist, dass sie quasi integrieren, aufwärts im Funnel, dass sie sagen, okay, sie bauen jetzt ihren eigenen Microblogging-Dienst wie Twitter, sodass man diese Lead-Generation nicht mehr über Twitter machen muss. Und das hat Twitter gar nicht gut gefallen und die haben dann einfach mal schnurstracks jegliche Links zu Substack zensiert. Also Elon, der ja so stark für Free Speech eingetreten ist, hat jetzt einfach mal Substack von Twitter alles, also komplett gelöscht. Also es hat damit angefangen, dass die Posts dann nicht mehr sichtbar waren, die Substack-Links drin hatten. Und das ging dann so weit, dass dann irgendwann sogar mal die Suchfunktion nicht mehr funktioniert hat. Also das Wort Substack hat keine Ergebnisse mehr gebracht. Hat dann dazu geführt, dass einer von seinen Chefaufdeckern, die Twitter-Files medial aufbereitet haben, die haben das Unternehmen dann verlassen aus Protest. Also er schafft es auch, jede Woche jemanden Neuen aus dem Unternehmen wegzuekeln. Vielleicht ist das auch Strategie. Aber was wir natürlich jetzt sehen, ist, dass halt dieser Druck, der aktuell durch das Finanzierungsumfeld einfach besteht, dazu führt, dass so antikompetitives Verhalten, halt Verhalten, wo man sehr assi gegenüber Konkurrenten auftritt, dass das vermehrt jetzt auftritt, weil einfach der Druck da ist. Mhm. Ja, ich meine, da werden immer die liberalen Gedanken dann relativ schnell eingefangen, sobald das Geschäftsmodell nachzieht. Und ja, ich meine, dass Elon da ein Raubtierkapitalist ist, das ist nichts Neues. Und ich glaube, das merkt man nur gerade in dieser Form ganz extrem. Wie gesagt, nichts gegen Kapitalismus und Co. Aber ich finde es halt arg, wie er eigentlich eine Marke zerstört und alles, wofür diese Marke stand, im Versuch, seine, ich finde, sehr ungeschickte Übernahme in irgendeiner Form zu monetarisieren. Und da wird alles nachgezogen, was nur geht, und jeder weggeknüppelt. Das Problem ist natürlich, alles, was um Twitter herum passiert, ist öffentlich. Und vielleicht all die Methoden, die er in allen anderen Unternehmungen sonst machen konnte, waren halt nicht öffentlich, wenn du es halt irgendwo gemacht hast. Während hier ist es ja transparenter als alles andere. Verrückt. Ich wäre neugierig, ob es Twitter noch in 2-3 Jahren gibt. Absolut. Also es ist nicht gegeben. Angeblich stehen sie wirklich halt auf der Kippe auch zur Insolvenz. Was man halt sagen muss, das ist ja ein Versuch der Transformation gewesen, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, jetzt nicht die Transformation, wie wir sie oft im deutschsprachigen Raum verwenden, also diese digitale oder technologische Transformation von alten Industriebetrieben, aber es ist auch ein Versuch, die Kultur eines Unternehmens in einem sehr kurzen Zeitraum zu verändern. In eine andere Richtung, auf einer anderen Ebene. Aber es zeigt halt auch, wie schwer das ist. Selbst wenn du weil oft sagt man ja, okay, das ist halt auch schwierig, weil das sind dann börsennotierte Konzerne und da gibt es unterschiedliche Interessen und dann gibt es die Gewerkschaften und dann gibt es die Kunden, die mitzureden haben und die Mitarbeiter. Also es ist natürlich eine Stakeholder-Frage normalerweise. Aber da hast du jetzt eigentlich ein Unternehmen, das, wo Elon komplett die Macht hat. Der kann damit tun, was er will, grundsätzlich jetzt. Er ist Volleigentümer. Aber man sieht halt auch, wie Kultur schwierig zu verändern ist, weil dann gehen die Leute an die Medien, wenn sie mit etwas nicht happy sind. Also das ist halt schon bei so einer Größe, einen U-Turn zu machen mit einer Company, das ist eine mega Herausforderung. Und aktuell schaut es nicht so aus, als würde es funktionieren. Nein. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Wenn du ein so großes Unternehmen transformieren oder lenken möchtest, dann unterschätzt man meines Erachtens all die historisch gewachsenen Prozesse, die unter der Oberfläche sind, die da sind, die Kulturen und die Subkulturen innerhalb eines Unternehmens und auch im Umfeld des Unternehmens. Und das ist das, was wir gerade sehen. Und es reicht halt nicht, dass der CEO, wer auch immer das ist, sagt, hier geht's jetzt lang und tschakka und Kohle schmeißt und Leute feuert, sondern da gibt es einfach Dinge, die in einer DNA von einem Unternehmen drin sind. Sodass man realistisch sagen muss, manchmal ist meines Erachtens der einzige Weg, wie man es machen kann, entweder akzeptieren, dass man ein großes Schiff nur sehr langsam wenden kann,
das ist einfach so, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach wie so ein Ding halt ist. Oder dass man sagt, wenn man sehr, sehr schnell einen Kurswechsel machen möchte, muss man vielleicht ein neues Schiff bauen und das alte einfach weiter treiben lassen. Völlig okay. Und deswegen ist es ja auch so. Ich meine, bleiben wir bei den Schiffen. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir jetzt nicht Segelschiffe Schritt für Schritt umgebaut haben zu irgendwelchen Tankern, sondern die Segelschiffe sind die Segelschiffe und die Tanker sind die Tanker. Und dann, ja. Das ist auch, also wie ich meine Grundüberzeugung, dass wir halt gesellschaftlich zu wenig Wert auf die schöpferische Zerstörung legen. Dass wir probieren, alles zu erhalten und damit aber nicht den Raum schaffen für Neues. Auch wenn wir jetzt davon, also von der Macht der Tech-Giganten sprechen. Ja, wir probieren das zu regulieren, weil der viel bessere Schritt wäre eigentlich, bessere Bedingungen zu schaffen, dass neue Konkurrenten daherkommen, weil Regulierung macht es oft nur schwieriger für neue in diesen Markt vorzudringen. Also das ist, ist ein komplexes Feld, aber grundsätzlich dieses Bekenntnis zur schöpferischen Zerstörung, anstatt alles irgendwie durch jede Krise durchzuretten, ich glaube, das wäre gesellschaftlich schon wichtig, dass das auch kommt. Aber schau, wir sind ja in einer Welt, wo irgendwie jeder Prinzessin werden möchte oder Prinz und wo irgendwie am Ende immer geheiratet wird und sich alle lieb haben. Und das Problem ist aber, das hat Peter Drucker so ganz wundervoll gesagt, ich liebe dieses Zitat. Ich benutze es so oft in meinen Keynotes. Er hat gesagt, if you want to start doing something new, you have to stop doing something old. Und entwaffnen, da geht es halt einfach nicht. Und er hat recht, wenn du was Neues machen willst, musst du aufhören, was Altes zu tun. Und das ist vielleicht, es klingt vielleicht weniger schlimm als die schöpferische Zerstörung nach Schumpeter, aber es stimmt. Ich meine, wenn du was Neues willst, musst du halt aufhören, was Altes zu tun. Wenn du aufhörst, was Altes zu tun, naja, dann klappt das halt irgendwann nicht mehr. Und das ist so gerade dieses Probieren, alles zu machen und irgendwie alles umzubauen. Das ist Mist und es funktioniert nicht und das muss man akzeptieren. Und Twitter ist meines Erachtens genau wie Facebook und Co. einfach tot. Also Twitter vielleicht noch nicht ganz, da gibt es vielleicht noch einen Schwanengesang und noch ein paar Jahre, aber das Prinzip ist ja auch die Technologie von Twitter, diese paar Worte, dass man sich da austauscht, das ist einfach 10, 15 Jahre altes Kulturgut, das das geschaffen hat. Ich weiß gar nicht, wie alt Twitter ist. Warum sollte man da noch drauf reden? Und wenn man sagt, da sind halt noch ein paar alte Intellektuelle drauf, die sich austauschen, was gerade im Falter stand, no offense, ja, go for it, macht es, super, geil. Aber realistisch ist es so, dass man eigentlich sagen muss, dass es da wahrscheinlich schon ganz andere Plattformen gibt, die das viel besser können und können werden. Noch dazu, wenn du einfach so einen irren Multimilliardär hast, der auch noch mitmischt, come on, ist gut, setz dich, vorbei. Facebook ist eh tot, wissen wir eh. Ich meine, außer du bist irgendwie über 60 und dann ist es noch immer super, dass du deine Geranien dort zeigst und Brunhilde irgendwie auch noch da drauf ist und ihre schönen Fotos aus Malle drauf postet, aber grundsätzlich ist Facebook auch hin. Und schauen wir mal, wo wir landen. Und ja, das it is what it is. Und das muss man einfach akzeptieren. So. Da gibt es aber was anderes, was regelmäßig tot gesungen wird. Aber das ist nicht tot. Das ist noch lange nicht tot. Aber Überschriften, in denen draufsteht, aber jetzt ist es endgültig tot, sind sehr populär. Und die Rede ist ja nicht von irgendeinem Schauspieler, der noch immer nicht stirbt, sondern tatsächlich, wir reden über den Bitcoin. Denn der Bitcoin ist ja, glaube ich, 48.000 Mal schon für tot erklärt worden. Jetzt ist er endgültig tot. Nein, aber jetzt ist er tot. Aber jetzt ist er tot und geht gegen Null. Ja, und Bitcoin sagt, no, F you. Ich bin jetzt wieder mal bei 30.000 Dollar bei der Grenze. Wohlgemerkt. Es gab so ein bisschen Volatilität die letzten Monate. Wenn man vor ein paar Monaten eingekauft hätte, just saying, sagen wir mal vor 3, 3,5 Monaten, da war das Ding noch irgendwann bei 16.000. Jetzt ist es bei 30.000. Das heißt, es hat sich so Pi mal Daumen knapp verdoppelt, was gar nicht mal so schlecht ist. Noch lange unter dem All-Time-High. Und 30.000 war ja auch die letzten Wochen immer so eine magische Grenze. Jetzt ist es gerade, wo wir aufnehmen, Mittwoch, 11 Uhr, ein bisschen unter den 30.000 Dollar wieder, aber es ist ein starkes Lebenszeichen. Aber es ist recht interessant, was da gerade passiert, oder Markus? Ist ja primär der Bitcoin. Ja, na, wir sehen eine starke Konzentrierung aktuell, also eine deutlich stärkere Konzentrierung als in den letzten Monaten. Wir sind fast wieder bei 50% Konzentration von Bitcoin versus alle anderen Altcoins. Das haben wir auch schon besprochen, dass eigentlich so diese Bitcoin-Maximalisten besonders in schwierigen Zeiten dann auch die sind, die einfach
bei der Stange bleiben, während alle Spekulanten, die einfach einmal Casino spielen wollten mit irgendwelchen anderen Coins, die dann halt auch sehr schnell wieder rausgespült werden aus dem Markt. Frage ist halt, was ist so der Hintergrund? Und da sieht man natürlich, dass aktuell grundsätzlich auch Tech-Aktien in den letzten Monaten dann wieder ordentlich raufgegangen sind, weil einfach die Erwartung da ist, dass es vielleicht eine Zinswende geben könnte, weil sich eine Rezession ankündigt. Und auf der Basis man davon ausgeht, dass die Notenbanken dann den Kurs drehen. Das ist natürlich nicht klar, das wird sich zeigen. Es ist, dass jetzt auch die Kurse so hoch sind, ist sicher auch eher für die Notenbanken ein Signal, dass eben noch nicht genug gebremst wurde, die Wirtschaft. Also es ist sicher noch auf Messerschneide und es ist durchaus möglich, dass ja auch der Bitcoin und grundsätzlich halt auch Wachstumsaktien noch einmal krachen gehen. Also ob diese Krise wirklich schon zu Ende ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich meine, es hieß ja immer so, 2023 wird alles gut und jetzt heißt es mittlerweile 2024. Wird immer noch nicht alles gut. Lange Rede, immer noch nicht alles gut. Aber ich glaube halt, wir sehen mal eine grundsätzliche Aufwärtstendenz, was den Bitcoin betrifft. Bei Ethereum passiert auch einiges, was die Tech-Aktien betrifft. Es ist einfach ein Sentiment. Und ich habe das Gefühl, dass Leute gesehen haben, dass die Welt vielleicht doch nicht untergegangen ist. Jetzt ist sie noch da, aber es sind noch immer alle Krisen da. Und dann denkt man sich, okay, es geht jetzt irgendwie doch weiter. Naja, schauen wir mal. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du investieren willst, sei smart. Du hast die Bitcoin-Maxis angesprochen. Das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Man muss natürlich immer sagen, Bitcoin, um das nochmal eben aufzugreifen, für die vielleicht nicht regelmäßig reinhören, Bitcoin ist natürlich auch ein anerkannter Wertspeicher, wenn man so möchte. Während natürlich viele andere Altcoins, also alternative Coins, andere Coins, manchmal nicht unbedingt ein Wertspeicher sind und dann auch relativ schnell im Wert verpuffen können. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Entwicklung. Market Cap ist ja mittlerweile schon wieder lange über einer Trillion, was ja kurzfristig ja unter einer Trillion war vor ein paar Monaten. Und wenn man die Gegenthese wieder nimmt, geht es der Bankenwelt gut? Nein. Braucht man eine Alternative dazu? Ja. So, den Rest muss man als Hausaufgaben selber machen, was das bedeutet. Ich schmunzel immer bei diesem Wertspeicherargument, weil halt Bitcoin immer noch sehr volatil ist. Also ja. Das ist sicher unter den Kryptowährungen noch das, was irgendwie am stabilsten ist und den nachhaltigsten Wert hat. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, okay, man will den Wert jederzeit auf einem halbwegs akzeptablen Niveau halten, also der Bitcoin ist halt schon mehr als die Hälfte eingebrochen in den letzten Monaten. Das heißt, wenn man das Geld verfügbar braucht, dann ist es wahrscheinlich immer noch nicht stabil. Aber das ist natürlich auch ideologisch getrieben. Also Bausparen würde ich jetzt nicht. Richtig, also Bausparen würde ich jetzt nicht unbedingt mit Bitcoin. Aber eben, ich glaube, wenn man ein Portfolio hat, wo man einen Teil davon in Krypto gibt, ist es sicherlich, wenn man weiß, dass es als riskant zu sehen ist, dann ist es, glaube ich, völlig akzeptabel in dem Kontext. Natürlich, glaube ich, spielt halt dieser Hedge mit, falls unser bestehendes System komplett zusammenbricht. Dann gibt es eine Hypothese, dass dann Bitcoin auch Gold sein, also das glaube ich, kann man jetzt auch nicht definitiv sagen, dass dann Bitcoin funktioniert, aber man hat schon so ein bisschen gesehen auch in der Ukraine, wie dann halt dort das Bargeld nichts mehr wert war, dass da Bitcoin eine Rolle gespielt hat. Also diesen Hedge kann man durchaus spielen. Interessant ist ja, dass ein Teil der Schweizer Uhrenmarken sämtliche ETFs und Co. outperformt haben die letzten Monate, wenn man es beobachtet hat. Also dann lieber in Rolex-Uhren investieren oder Patek Philippe, aber da muss man auch wissen, was man macht. Problem ist da natürlich einfach, wenn man jetzt zuhört und sagt, geil, ich gehe jetzt los und kaufe mal 10 Rolex-Uhren. Probier mal, das wird gut. Also natürlich nicht auf Chrono 24 und Co., wo man den aktuellen Marktwert zahlt, sondern in einem normalen Geschäft. Dann werden die dich auslachen. Wenn du es mir nicht glaubst, probier mal eine Rainbow Daytona zu kaufen. Frag mal einen Händler, ob du eine kriegst. Wahrscheinlich wirst du ausgelacht. Möglicherweise wirst du nur ignoriert, aber du kriegst sie nicht. Kennst du die Rainbow Daytona, Markus? Musst du mal googeln. Die ist sehr speziell. Das ist eine Rolex. Rolex Daytona, die Diamanten in Farben des Regenbogens in die Lunette eingesetzt hat. Und deswegen hat die, ich glaube, einen Händlerpreis von ungefähr 300.000, glaube ich. Aber ein x-faches
tatsächlich am normalen Markt. Und so eine der Uhren, die kriegst du halt nicht. Auch wenn du damit einen Cash-Koffer kommst. Ich würde sie auch nicht wollen, um ehrlich zu sein. Unmöglich. Also das ist ja dann etwas, wo ich mich nicht traue, es zu tragen. Echt? 300.000 Euro am Handgelenk rumzu... Achso, nein, tragen. Also tragen ist schwierig. Das ist, also du kannst es in Wien tragen. Auch in Wien würde kannst ich es in Wien tragen. Ja, gerne ist halt das eine, aber würde ich mich trauen. Aber du kannst es um Gottes Willen nicht in England oder Frankreich oder wo auch immer tragen, wo tatsächlich auch der Diebstahl von Uhren ein so großes Problem ist, dass es auch für Celebrities nicht halt macht. Da sind unlängst Lando Norris und auch Charles Leclerc beide ihrer Uhren beraubt worden. Was nicht blöd ist. Aber anyway, das ist ein ganz anderes Thema, denn wir wollen wieder zurückkommen zur Bitcoin-Welt. Es kann ja sein, dass so ein Bitcoin-Maxi zuhört und sich denkt, ja, aber ich brauche hier noch meine Rainbow Daytona. Die ist übrigens in Gold und Platinum. Gold finde ich sehr schön. Aber egal. Ja, das Interessante ist, wir haben vorhin schon über AI gesprochen und man sagt ja auch immer, bei jedem Goldrausch sind selten die nach Gold suchen, die reich werden, sondern meistens die Zelte und Spitzhacken verkaufen. Ja, die Zelte und Spitzhacken sind ja zurzeit eigentlich, wenn man so möchte, so ein bisschen die Cloud-Provider, die sagen, ja, Rechenleistung, ja, immer her damit. Jetzt ist das Problem gerade, dass der Gold-Run auf ChatGPT und Co. so groß ist, dass unsere armen Leute mit ihren Spitzhacken kaum noch nachkommen. Wohlgemerkt, wenn man so möchte, die Cloud-Provider, ja, die ächzen, wenn man so möchte. Woran liegt's? Ja, jetzt einfach gesagt, die haben nicht genug Server mehr, weil halt so viele Startups, Developer, Kollektive anfangen, Large Language Models zu bauen, geht ihnen der Platz auf ihren Servern aus, die Rechenpower, die es dafür braucht. Und die haben wahnsinnig investiert, also im letzten Jahr allein mehr als 100 oder knapp fast 100 Milliarden. Das heißt, da ist ein unfassbares Investment passiert und trotzdem ist es nicht genug. Da ist jetzt natürlich die Frage, gibt es Wege, weil es fehlen halt die Chips dafür, dass man dann noch schneller skalieren kann. Da ist jetzt die Frage, okay, schafft man da neue Skalierung bei der Produktion oder gibt es eher technologische Innovationen, wie man weniger Rechenpower benötigt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Space ist, wo sich jetzt das eine oder andere Startup auftun wird, die vielleicht neue Wege finden, wie man weniger Serverpower benötigt. Also die Cloud-Architektur auch neu denken. Aber es ist schon spannend, welche Grenzen das dann auch bekommt. Aber glaubst du nicht, ich meine, erstmal muss man die Zahlen nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 100 Milliarden wurden letztes Jahr in das Thema investiert. 100 Milliarden, das ist okay. Das heißt, man sagt nicht, ja, das ist irgendwie so ein Trend, wir wissen nicht, ob es bleibt. Wenn du 100 Milliarden in einem Space investierst, dann ist es einfach fucking huge. So, musste ich so sagen in der Form. Und das andere Thema ist aber auch, dass man einfach sagt, das sind jetzt die jetzigen Limitationen, wahrscheinlich das Quantum und Co. oder was auch immer da so kommen könnte, um genau wie du sagst, dieses Bottleneck plötzlich zu öffnen, werden einfach nochmal mehr Priorisierung und auch finanzielle Priorisierung erfahren. Und das ist es. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nur eine Frage von ein paar Monaten, bis dann da was Neues da ist. Fertig. Und wer weiß, was dann alles passiert. Das macht es natürlich schon extrem, extrem faszinierend. Ja, ich kann mir noch immer schwer vorstellen, wo die Reise so hingeht mit den ganzen Themen. Muss ich einfach so sagen. Aber ich finde es hochfaszinierend. Aber trotzdem, die Insider werden wissen, wer das ist. Der legendäre Tosch hat gerade ein sehr interessantes kleines Produkt gebaut, das ist der Thomas Schranz. Und zwar sagt er, wenn ich das richtig gesehen habe, dass er quasi eine AI gebaut hat, die Drehbücher von Serien, die abgesetzt wurden, weiterschreibt. Das heißt, wenn du sagst, du magst die Sopranos, und zu sagen, komm, schreib mal weiter und dann macht es das Ding. Das habe ich gestern Abend entdeckt. Ich habe es noch gar nicht näher ausprobiert. Habe mir gedacht, was für eine großartige Idee. Faszinierend. Wie es auch die Fantasie von so vielen Menschen in so unglaublich skurrile Richtungen auch vorantreibt, wenn man so möchte. Wir werden beim Hype-Check wahrscheinlich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, um das schon mal vorwegzugreifen. Sehr interessant. Ja. 100 Milliarden ist eine Menge Kohle für eine Industrie. Dann gibt es aber jemand anderen, die
bis zu 2,5 Milliarden an Investment kriegen. Noch dazu mit Wiener Wurzeln. Das ist das interessant. Das Interesting, wollte ich gerade sagen. Jetzt sind gerade meine ganzen Akzente mit einem vermischt worden. Ja, in was steckt denn Merkel gerade die Kohle? Ja, in Forschung oder in des wen? Wiener Spin-off Proxygen. Also das ist jetzt kein Investment direkt in die Company im klassischen Startup-Sinne, aber es ist ein Investment in gemeinsame Forschung. Und das ist halt dann schon ein ziemliches gewaltiges Investment, wie du schon gesagt hast. Also 2,55 Milliarden US-Dollar. Und das ist einerseits natürlich eine super Validierung der Forschung dieses Spin-offs, aber halt auch eine Wette, dass da was rauskommt. Da geht es um Moleküle, die gezielt Proteine abbauen können, die Ursachen für Krankheiten sind. Also zum Beispiel Krebs. Also es ist einer von diesen vielversprechenden Bereichen gerade, wo man glaubt, dass dadurch Krebs heilbar wird. Es zeigt, dass da Österreich auch wirklich Power hat. Also im Lifestyle-Spin-Off-Bereich gäbe es, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial. Es passiert Gott sei Dank auch da schon einiges, aber gleichzeitig glaube ich auch, es gäbe noch mehr Potenzial. Aber es ist schön, dass das auch international anerkannt wird. Super faszinierend. Also super faszinierend und auch man überlege, was dort vielleicht alles an Energie freigesetzt werden könnte, wenn dann das Geld tatsächlich so zugeführt wird, wie du gerade meintest. Ja, und damit ist er auch nicht Stopp, oder? Wir bleiben ja eigentlich nochmal in dem Life Sciences-Bereich. Es gibt noch verrückteres Thema. Oder, also nicht verrückt werden, sondern nochmal faszinierend. Da gibt es etwas, das ist quasi immun gegenüber alles, wenn man so möchte. Das klingt eigentlich wie so eine Hauptschullehrerin, die sagt, ich bin immun gegen sämtliche Beschwerden, die ihr habt und alles, was ihr doof findet. Also ich muss immer sagen, so Lehrer oder Lehrerin an einer Hauptschule ist sicherlich nicht lustig, wenn man so umgeben ist von lauter Leuten, die keinen Bock auf dich haben und du musst trotzdem deinen Stoff durchbringen, dann musst du wirklich eine hohe Immunität aufweisen. Weil ich denke mir immer, wenn ich unterrichten darf, unterrichte ich in Umfeldern, wo Leute Interesse haben und Bock drauf haben und freiwillig sind und dann bist du plötzlich irgendwo, wo die so alle gar keinen Bock haben. Ah, Hauptschullehrer an der Brand, wie heißt das so Brandpunkt, wie heißen die? Nein, Schwerpunkt, nein, nicht Schwerpunkt, Brandpunkt. Brandpunktschulen, ja. Ach, du weißt, was ich meine. An so einer richtigen Assi-Schule. Jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Assi-Schule wolltest du sagen. Okay, an so einer richtigen Assi-Schule unterrichten, das muss halt echt schwer sein. Du sagst, Kevin, halt den Mund. Chantal, hör auf mit den Nägeln. Und dann musst du irgendwie über Geschichte. Und dann sagt mir, Mensch, Frau Lehrerin, da hat doch keiner Bock drauf. Dass man die ja nicht prügelt. Ja. Also ich meine verbal. Verbal prügeln. Das ist immer abgebogen. Was machst du mit einem Typen wie mir? Oder? Was machst du mit einem Typen wie mir? Unglaublich. Wenn da die Familie beim Eiersuchen zuhört, dass du dir mit so einem Typen wie mir die Zeit vertreibst. Wir holen dich schon zurück. Schrecklich. Ihr holt mich schon wieder zurück aus diesem Rabbit Hole. Gut, dann lass uns über Harvard reden. Genetik und tatsächlich, dass es einen Organismus gibt, der gegen alle Viren immun zu sein scheint. So bin ich drauf gekommen. Mein Hirn funktioniert in sehr lustigen Arten. Das ist schon mal ganz faszinierend, oder? Für mich ist es auch immer, wenn man sagt, es ist gegen alle Viren resistent, dann denke ich mir, Moment, das kann ja nicht so sein, aber vielleicht weiß ja mein Chefgenetiker hier mehr. Sie können das jetzt auch nicht bestätigen, dass es gegen alle Viren resistent ist. Es sind halt gegen alle Viren, die sie probiert haben, resistent und das ist jetzt schon eine ganze Menge. Also es schaut so aus, als wäre das eine sehr spannende Resistenz. Es geht konkret eben um einen Organismus, um ein Bakterium, das sie gezüchtet haben oder ingeniert haben. Durch eben genetische Veränderung, das immun ist gegenüber Viren. Und das ist natürlich ein ziemlicher Durchbruch. Es ist sehr early, weil, wie gesagt, das ist halt jetzt mal ein einzelnes Bakterium. Aber grundsätzlich sehen wir aktuell auf vielen verschiedenen Fronten sehr spannende Entwicklungen. Ja, das ist auch bei den mRNA-Impfungen, die ja jetzt gegen Krebs und Herzkrankheiten und ich glaube Allergien jetzt auch. Also da kommt gerade unfassbar viel Forschung in Gang. Mich würde interessieren, wie viel dadurch auch durch Covid überhaupt in Gang gekommen ist, dass es diese Krise gebraucht hat, um einfach einmal Ressourcen zu bündeln und Fokus zu schaffen. Aber es ist schon
Also sehr, macht einen sehr hoffnungsvoll, dass wir in 10 Jahren oder so halt wirklich die großen Krankheiten, die uns aktuell beschäftigen, dass die in der Form zumindest in der entwickelten Welt nicht mehr so viel Angst und Schrecken verbreiten. Absolut, und ich meine, also und jetzt ins Detail gehen zu dürfen, aber in diversesten Pitch-Trainings, die ich machen durfte, habe ich immer mal wieder Unternehmungen kennenlernen dürfen, die halt sehr aktiv in der Krebsbekämpfung agieren zum Beispiel, und deren Konzepte und deren Angriffspunkte sind so faszinierend, dass ich auch den Eindruck habe, dass es ist zumindest in absehbarer Zeit zu sehen, dass sich da etwas tut, und natürlich die Medizin per se wird, wir haben ja auch gelernt, wie man Gehirne züchten kann und Co., wird gerade so immens beschleunigt durch Technologie und durch die Möglichkeit, wie schnell man eine Entwicklung simulieren kann, wie schnell man etwas ausprobieren kann, was früher Jahre und Jahrzehnte gedauert hätte. Unfassbar. Und ich bin gespannt, wie lange es noch dauern wird, bis Approval Processes, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, heute bin ich echt ein bisschen langsam, du, bis die Approval Processes, die Zulassungen, vielleicht dann auch irgendwann an moderne Technologien angepasst werden. Dass man dann sagt, plötzlich, vielleicht dauert es nicht mehr 15 Jahre, bis etwas dann benutzt wird, sondern vielleicht 5 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Und es ist natürlich einfach ein Zulassungsprozess, der historisch geschuldet ist und bis vor 2, 3 Jahren vielleicht auch völlig legitim war. Und das ist schon spannend. Ist immer noch ein Spannungsfeld, weil du natürlich kannst du, je länger du testest, desto mehr kannst du potenzielle negative Wirkungen erfahren, aber gleichzeitig, ja, ist es manchmal sicher gefühlt, jetzt aus meiner Perspektive, überreguliert, weil der potenzielle Upside halt so viel größer ist als der potenzielle Downside. Aber it's a difficult topic, glaube ich. Absolut. Nur das Interessante ist auch, wenn man zum Beispiel sagt, man muss Tierversuche abschaffen, das ist seit zu Recht ja seit 10, 20 Jahren sehr laut auch gefordert wird. Wie schaffst du Tierversuche am besten ab? Indem du sie überflüssig machst. Nicht indem du sagst, wir wollen langsamer, sondern mach sie überflüssig. Und da gibt es so viele Technologien, die zeigen ja, wir können es größtenteils überflüssig machen. Und das Spannende ist für die nicht regulären Hörerinnen und Hörer, die Idee ist ja, natürlich musst du ein Medikament noch immer an jemanden ausprobieren. Aber ansonsten, wenn du etwas hast, von dem du davon ausgehen wirst, dass es eh funktioniert, ist es ja was völlig anderes, als wenn du erstmal dich Schritt für Schritt vortasten musst und dann wächst jemand ein drittes Horn und man sagt, das wollten wir jetzt nicht, sondern wenn du es so lange simulieren kannst, bis du davon ausgehst, dass es funktionieren dürfte, das ist natürlich schon grundsätzlich sehr, sehr cool. Ja, und dann gibt es Dinge, die muss man vielleicht manchmal gar nicht testen. Aber ich meine, das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Da gibt es etwas, das heißt The Walking Room. Und da ist die Idee, dass man sozusagen auch Meetings im Gehen machen kann. Sozusagen ja so ein Laufband für mehrere, man kann es nebeneinander gehen, wo ich mir denke, ja, dann geh doch raus. Okay. Geh einfach raus. Aber nein, es gibt das jetzt auch so. Es gibt ja schon länger diese Laufband-Schreibtische. Und das ist jetzt, dass man das gemeinsam quasi machen kann. Das ist wirklich so ein ganzes Zimmer, wo der Boden anfängt zu laufen und man quasi mitgehen muss. Ich bin durchaus bei dir. Also ich glaube, frische Luft, Sonne, das hat schon auch einen positiven Aspekt und das ist ja auch ein Grund, warum Walking-Meetings so ein Thema geworden sind. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, manchmal denke ich mir auch bei meinen Walking-Meetings, ja, es wäre jetzt schon cool, wenn man einen Computer vor sich hätte, um das jetzt kurz nachzuschauen. Ja, es natürlich hängt auch von, wie gut man das planen kann, ob man jetzt den Computer für ein Excel braucht oder nicht, aber es gibt schon Use Cases, wo ich das auch lustig fände, wenn man mit dem Computer vor der Nase ein Walking-Meeting machen könnte. Ja, ja, ja. Ich auch. Aber nein. Ich finde es einfach, ich finde das toll. Mir fallen unglaublich viele blöde Witze ein, die ich an dieser Stelle aber einfach mal nicht mache. Na gut. So. Einzige Ausnahme wäre natürlich ein Kinderwagen, wenn ein Kind nicht schlafen will, wenn man gehen muss und aber alles laut ist. Dann finde ich das wieder ganz gut. Oder so ein Adipositas-Treffen. Aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. Tu mir so, als hätte ich das nicht gesagt. Jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Zielgruppen getriggert. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten. Und wir kommen zu unserer allseits beliebten Kategorie des Drumroll Hype Checks. So, und da gibt es etwas, das heißt Character AI. Bisschen ähnlich wie das von, bisschen ähnlich, was für ein Satz.
ähnlich wie das vom Tosh schon angesprochene. Und hier geht es darum, dass es einen AI-Chatbot gibt, macht bis jetzt null Umsatz, mega Pitch, hat aber irgendwie gerade 150 Millionen Euro Invest bekommen, das heißt, muss bald viel Umsatz machen. Und die Idee ist, dass du dich tatsächlich mit realen oder historischen oder auch fiktiven Charakteren unterhalten kannst. Ja, das heißt, ich könnte endlich eine Konversation mit dem großen JFK halten und mich mal so rausfinden, wie denn das so mit dem Moonshot und der Marilyn war. Vielleicht mal neu hier, muss ich mal ausprobieren. Ja, die Idee ist gar nicht mal so blöd. Ich habe es gerade allerdings tatsächlich ausprobiert mit Joe Biden und es war ziemlich unlustig. Das Ding hat keinen Humor. Naja, ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht und ich habe mir jetzt gedacht, dass Joe sagt, good, like the medicine, like, you know, like, children, important people, children and stuff. Spaß, Joe ist cool. Stattdessen hat Joe geantwortet, I'm great. I love being the most powerful person in the world. Ganz ehrlich, ohne Joe jetzt wirklich zu kennen, ich finde Joe Biden cool. Ich glaube nicht, wenn man Joe Biden fragt, Joe, how are you doing? Dass er sagt, I'm great. I love being the most powerful person in the world. Das ist wahrscheinlich der Satz, den Joe Biden noch nie gesagt hat. Außer am Klo. Befürchte ich auch, ja. Außer es ist ein Witz. Also vielleicht hat es auch ganz viel Humor, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist eine AI-Engine, finanziert von VCs. Es hat keinen Humor. Ich meine, es hat eine Unicorn-Bewertung, Daniel. Das muss doch was heißen, oder? Meine ich doch. Nein, eben nicht. Sigmund Freud. Ich werde jetzt Sigmund Freud was fragen. Sigmund. What about vibrators and cocaine? Jetzt bin ich mal gespannt. Cocaine is a strong stimulant that increases energy levels. It affects bla 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 bla. Warum habe ich das gesagt? Naja, weil Sigmund früher ganz gerne genau das verschrieben hat. Richtig? Er hat dann natürlich nicht Vibratoren genannt, aber es war im Prinzip das. Gegen Hysterie hat er gerne Vibratoren und Kokain verschrieben. Geiler Typ. Und der echte Sigmund wird wahrscheinlich sagen, ja gut, da lag ich jetzt so ein bisschen falsch mit dem Kokain. Vibratoren haben ihre Berechtigung. Aber ich glaube nicht, dass Sigmund antwortet, Cocaine is a strong stimulant. Das heißt, für mich gibt es ein Doppel-F. Also doppelt also wenig. Fünf. Oder sagen wir noch viel Aufholbedarf, wenn der Hype oder? Real werden soll. Ja, die können uns gerne anrufen und wir erklären ihnen was. Queen Elizabeth, how are you? Ich hoffe, es kommt als Antwort, I'm dead. And you? I'm all right, thank you. I'm currently resting at Sandringham Castle as I'm recovering from a cold. Gut, erst dachte ich, das Ding hat wirklich Humor, als sie meinte, I'm currently resting at. Und ich dachte, oi, kann schon sein, aber she's recovering from a cold. Look, I have bad news because you are dead. I have bad news. I'm afraid you are dead. Am I really? Well, I feel fine. I must admit my bones are. Jetzt ist aus. Ja. Are starting to ache and my memory isn't what it would be. So, Daniel, ich hole dich jetzt zurück und okay. Wir machen weiter mit unseren Rockstars, oder? Aber du musst zugeben, ja, das ist doch Schrott. Ich meine, sie haben genug Geld, dass sie aus dem Schrott jetzt was Gescheites machen, aber aktuell ist es ausbaufähig. Das sind die gefeatured famous people. Und komm schon, ich meine, naja, vielleicht muss ich da irgendeine so Hüpfdohle ausprobieren. Keine Ahnung. Billie Eilish kenne ich nicht. Ist egal. Nein, Spaß. Natürlich kenne ich Billie Eilish. Gut, Markus, machen wir weiter. Rockstars, oder? Das ist großer Hype-Check. Mhm. Ist Trash. Die nächsten haben aber ordentlich was drauf, würde ich sagen. Die nächsten Rockstars. So ist es. Erzähl mir mal. Wir reden über Metaloop und Journey. Unsere Rockstars der Woche. Die sind beide richtig Rockstars. Ja, die beiden haben es nämlich in eine Liste der Financial Times geschafft, FT 1000 Ranking, wo es darum geht, da wird einmal nicht auf die Firmenbewertung geschaut oder die letzte Investmentrunde, sondern es wird darauf geschaut, was es für eine Wachstumsrate gibt, also der CAGR, die Compound Annual Growth Rate. Und da spielen Journey und Metaloop, zwei österreichische Startups,
mit, weil die sind da gefeatured worden. Und dementsprechend sind das natürlich auch unsere Rockstars der Woche, die Teams der beiden. Denn das sind natürlich die Rankings, die gerade aktuell sehr relevant sind. In einem Umfeld, wo man vielleicht nicht so einfach Geld aufstellen kann, sind hohe Wachstumsraten ein sehr willkommenes Zeichen von einer gesunden Company. Stark. Beide alte Bekannte. Und wir freuen uns. Und bei beiden ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit, weil sie sich scheinbar auf wesentliche Dinge fokussiert haben. Wie mal eben so ein bisschen wachsen. Aber holy shit, das ist schon richtig beeindruckend. Was für Rockstars. Kann man nur so sagen. Congrats an euch. Ja, und auch Congrats an euch zu Hause. Also wir freuen uns immer, dass ihr mithört. Und freuen uns, dass ihr uns auch immer zu neuen, unfassbaren Wachstumsraten treibt. Das ist immer geil. Danke immer für jede Bewertung. Und bevor wir zu unserem Ende kommen, nur ein Tipp, der Deep Dive, der wird richtig gut. Just saying. Ja. Oder Markus? Mal was anderes, aber sehr, sehr spannend. In dem Sinne, machen wir es abrupt, kurz und schmerzlos. War uns eine Freude. Take care, stay safe. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und bye bye.